Servus Leute, heute war ich mal wieder auf Shoreline unterwegs und ja, hab ein bisschen PvP gesucht und wollte ein bisschen looten. Das mit dem Loot hat ganz gut geklappt, das mit dem PvP auch und wie das Thumbnail schon verrät, war das ein oder andere High-Value-Item am Start. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, schaut es euch einfach an, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Comment lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Ja, wow. Let's spawn, let's go. Keys, glaube ich, gar nichts mehr wert. Oder allgemein alle Shoreline Keys sind nicht mehr sehr viel wert, kann das sein? Epic Bad Sales. Villa, Tresor, na gut, ich rede von den Resort Keys. Okay, Apfelschorle. Ich mag das nicht, von hier aus auf den Westwing zu laufen. Man kommt da so schlecht rein. Oh, ich hab ihn, ey. What the fuck? Er hat auch getankt wie ein ganz großer. Ja, für Scholle. Erst hat er nichts getroffen und dann ging es voll zur Sache. Steh, rennen wir da jetzt rein. Eigentlich hätte der mich haben können. Sag ich mal. Pure Hate. Dankeschön für die Dono mal wieder mit den 30 Euro. Leute, kann ich ein bisschen Hallo und Ding 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 im Chat hören? Danke für den Support. Viel gefehlt hat nicht, ne. Im zweiten Anlauf nicht, das stimmt wohl. Ja, der muss eigentlich von mir auch ganz schön getankt haben.
Jo, hey, danke schön für die beste Art des Supports. Danke für die 30 Euro. Weiß ich zu schätzen. Danke für die Dono mal wieder. 301, gerade 90 bis 100k, okay. Danke für den fetten Support. Hey, Masterzocker, servus. Alright. 60er Klippen? Ah, ist ein bisschen. Und Turbomid. Gleich. Frische Saliva, I take it. Dann fangen wir mal an mit dem Looten. Bisschen verzögert aus, als. Frag mich, was der geschossen hat. Der hat genau einmal meine Rüstung getroffen. Ja, Jesus, es gibt Dinge, die sind wichtiger als Streams. Man sieht sich. Viel Spaß. Tarka, I take it. Ki, I take it. Das nächste Mal nehme ich plus 30er Max, glaube ich. Hey Olaf, servus. Das nächste Mal nehme ich plus 30er. Ah, hör doch auf! Zwei offene Ledex, ja? Okay, okay, okay. Okay. Das ist schon zum zweiten, nee, zum dritten Mal jetzt diesen Vibe, dass ich zwei Ledex in unter einer Minute finde. Unglaublich. Ausrufezeichen Joink, bitte. Ah, verdient. Noch ein Ledex? Ah, schade. Der war lucky, ey. Ich sag's euch. Einfach mal zwei Ledex hier in dem Raum. Hör doch auf, ey. Was zur Hölle? Unglaublich. Zum dritten Mal diesen Vibe, dass ich Lennox direkt hintereinander finde. Das ist übrigens der Raum 311. Der ist immer offen. Never lucky. Never lucky.
Unglaublich. Einfach mal zwei offene Ledecks. So, hier jetzt am besten noch eins. Wie schaut's aus? Eins könnte ich noch tragen, glaube ich. Ah, nur ein Defib. Frech, ey. Nur so ein schrottiger Defib. Ne, sind wir noch nicht durch. Schreibst du? Ich würde sagen, ja, Chris. Servus. So, schrottig Defib. Soll noch mal einer sagen, Shoreline-Loot ist nichts mehr, ey. Grafikkarte wäre noch fair, ja, das stimmt. Und eine Red Keycard noch zum Ausgleich, weil der Loot hier so schlecht ist. Green geht auch, Green ist auch okay, aber Green Spawn gibt's hier nicht. So, noch ein Ledex. Keine Ahnung, ob ich den einen hab. Kann nachschauen, ob ich einen hab. Ja, den einen habe ich, okay, passt. Scheiß Skeff dahin. Fuck, wo ist der? Wo ist der? Der ist mitten auf der Skybridge. Wenn ich das richtig sehe. Heldenhaft, ey. Sich mitten auf die Skybridge legen, auch mal öfter mal was Neues. Ja, ich hab's gut, die Waffe. Moin, Benny.
Ganz gut bis jetzt der Raid, oder? 2 Ledigs, 4 Kills schon, 2 Quests fertig, was will man mehr? Ja, scheiß drauf. Selbstverständlich 2 Ledigs. Eins wäre schon ein bisschen, ne? Ein bisschen schwach. Zum Glück nicht am ersten gestorben. Ja, das war knapp. Der erste war am gefährlichsten. Immer diese Streamer-Server ist schlimm. Ihr habt ja recht. So. Sind hier noch Scarce? Soll ich die Grund nehmen von dem? Schon, ja. So, das hier, das hier, das hier, das hier. Passt, passt. Schau, was der Rest so hatte. Zumindest der eine, der andere auf der Skybridge, der liegt mir ein bisschen zu, weiß ich nicht. Auf der Skybridge, ey. Sollte ich vielleicht nicht direkt hier machen, was ich jetzt gerade tue. Einfach hingehen und looten. Ja, ich weiß, ich weiß. Die meisten von euch hätten das so gemacht, das ist wohl richtig.
Alright, ich glaube, wir können dann gehen, oder? Red Keycard könnte man noch checken. So, einmal umpacken. Thermit haben wir auch noch hier. Außen Steppers. Okay, ciao. Oh no. Oh no, wie soll ich denn das alles unterbringen, Mann? Ah, verflucht, ey. Wenn man den Hals nicht voll bekommt, ja, was willst du machen? So, Powerbank weg, das dazu. Ich glaube, wir sollten mal langsam gehen. Hier kommen die Scav-Player. Scheiß drauf, weg damit. 63 Kilo. Abfahrt. Origin Path to Lighthouse. Mann, 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 Mann. Ganz schön viel los die Runde hier. Aber Scav-Player und so sind auch jetzt recht aktiv auf Shoreline, seitdem sie reworked wurde. Oder die spawnen einfach früher, ich weiß nicht. Ich habe noch nicht mal einen ganzen Wing durchgelootet, ne? Der Loot wurde mir wieder komplett zugetragen. Keine Keys, ja. Ist halt bloß schwierig mit dem Hinkommen und Wegkommen. Man ist halt so offen. Wenn es jemand drauf anlegt. Naja, aber Shoreline geht gut zur Sache. Kann ich sagen. Die erste Leiche wäre theoretisch auch noch zum Looten. Und wo genau soll ich das hinpacken, Gecko? Außerdem, der hat noch keinen normalen Found and Raid Loot einstecken. Das heißt, wer jetzt ihm sein Doc-Tag könnte ich eh nicht mitnehmen. Ich musste schon eine Korund liegen lassen. Nee, das ist beim Looten.
muss man immer bedenken, lohnt sich das? Was könnte der haben, was, was jetzt hier Mehrwert bringt? So gut wie nichts. So gut wie nichts. Selbst seine Fünferplatten könnte ich nicht mehr mitnehmen. Oder ja, könnte ich schon mitnehmen, aber würde sich nicht wirklich lohnen. Ja, wir können mal gleich schauen, welche Ammo der hatte. Der hat mir ja am Anfang meine Arme und Beine weggeschossen. Das war auch ein guter Raid. Ja, machen wir Hallo YouTube. Machen wir mal Hallo YouTube. Waren, glaube ich, 4 Kills, vielleicht 5, ich weiß nicht. So. Da waren 4 Kills, die anderen waren Scav-Player. Nur Damage absorbt 90, was habe ich denn am Anfang nicht getroffen? MK18 Source, okay, der hat irgendeine M4 oder so. Hat er irgendeine M4. And I've been counting.